guten Morgen zusammen. Wie ihr sehen könnt, stehe ich vor einer Seebrücke und zwar in Grömitz. Es ist jetzt 5:30 Uhr morgens und ich dachte mir, um die Zeit ist noch nichts los. War aber auch ein kleiner Irrglauben. Es haben wohl noch 3 oder 4 Leute gedacht. Ich wollte mir die Brücke die Tage schon mal anschauen. Ich bin jetzt schon eine Woche hier und habe eigentlich noch gar nicht groß gefilmt, sondern wirklich nur Urlaub gemacht. Irgendwie ist mir mal danach. Aber jetzt wollte ich die Gelegenheit nutzen, hier die Brücke nach der Renovierung mal zu zeigen. Aber auch hier Richtung Sonnenaufgang ein herrliches Bild. Und natürlich auch in die andere Richtung am Horizont Travemünde zu sehen. Dort jemand mit einem Metalldetektor, der den Strand absucht. Und der Yachthafen im Hintergrund. Aber das kennt ihr ja aus den anderen Videos über Grömitz schon. Daher jetzt ein Gang über die Seebrücke. Hier vielleicht noch mal kurz zur Info. Die erste Grömitzer Seebrücke von 1912 ragte 480 Meter auf die Ostsee hinaus. Damals wurden 95% des Reiseverkehrs über diese Brücke abgewechselt. Im Eiswinter 1943-44 wurde diese vollständig zerstört. Die zweite Seebrücke von 1951 war 150 Meter lang und wurde 1963 durch einen 258 Meter langen Seesteg ersetzt. Die heutige Seebrücke ist im Jahr 84 mit 398 Metern Gesamtlänge als längste Seebrücke der Ostseeküste erbaut worden und dient seitdem als An- und Ablagestelle für viele Schiffsausflugsfahrten und als Treffpunkt für Jung und Alt. Ich meine auch, dass die Rutsche dort hinten neu ist und dieser Auslieger zur Seite. Aber da gehen wir jetzt erstmal hin. Morgen. Ja, die Wellen sind leicht am Rauschen. Ihr seht es an den Fahnen, es ist leichter Wind. Wie eigentlich immer hier an der Ostsee. Morgens noch sehr mild, nachmittags immer auffrischend. Also ich habe es hier selten erlebt, dass kein Wind ist. Aber egal was für ein Wetter, ich bin immer begeistert, wenn ich hier bin. Warum das so ist, kann ich gar nicht genau benennen. Muss man aber auch nicht. Von hier auch ein bisschen besserer Blick dort auf den Hafen. Und hier Richtung Strandhalle und Grömitzer Welle. Der Strand noch einmal. Es ist eine herrliche Fernsicht heute. Nahezu kein Dunst am Horizont. Und das Licht ist ein Traum. Ich hoffe, die Kamera fängt das halbwegs ein. Aber auf dem Display sieht es ganz gut aus. Was gibt es denn sonst Neues bei mir? Vielleicht auch ein bisschen interessant, dass es bei mir seit Anfang des Jahres mit Yoga losgegangen ist, was ich ja schon immer gerne machen wollte, aber es gab verschiedene Gründe, warum das dann nie zustande gekommen ist. Ja, und Anfang des Jahres haben sich mehrere Gegebenheiten geändert und ich habe diesen Schritt Richtung Yoga gewagt.
Dann war ich mal bei einem großen Yoga-Zentrum, bei einem Tag der offenen Tür, hab mir das alles so angeschaut, hab, nachdem ich natürlich vorher schon ein wenig online mich informiert und geübt habe, dort mitgemacht. Jetzt war ich 5 Tage einmal dort und es war traumhaft schön, auch wenn mir danach alle Muskeln wehtaten, wobei ich immer dachte, ich bin eigentlich recht fit, aber nicht so fit, um das alles zu machen, ohne es zu merken. Aber ich werde da dranbleiben, solange es geht und mir Spaß macht. So, hier nochmal jetzt ein Blick schön auf den Ausleger, den ich meinte, was Neues mit Sonnendeck und DLRG Wasserrettung, so ein kleiner Turm. Morgen. Grad Wassertemperatur und 22 Luft. Das sind wohl die Werte von gestern, weil das war gestern wirklich sehr warm hier. Also sehr warm für Ostseeverhältnisse. 22 Grad ist schon anständig. Ja, hier zu meiner Linken, dieses Türmchen mit der Rutsche, ist auch neu, soweit ich das beurteilen kann. Auch im Rahmen dieser Restaurierung, die hier stattgefunden hat. Hier gab es mal was Ähnliches, meine ich, oder ist das Kelnhusen gewesen? Ne, das war Kelnhusen, da vertue ich mich jetzt. Da konnte man runtergehen ans Wasser und dann auch solche Ruhezonen genießen. Ja. Geschützt ist das Ganze hier durch diese Netze, dass da niemand zwischenfallen kann, wie so ein Reinfallschutz. Schön, dass das nicht einfach mit einer starren Wand ist. Ah, hier hat einer sein Tuch verloren. Gleich mal auf dem Rückweg, wenn ich nicht filme, an der Seite legen. Aber jetzt hier mal ein Blick zu diesem Pünktchen, wo die Sonne da so durchscheint. Schaut mal. Herrlich. Von der Bildqualität natürlich ein bisschen eingeschränkt, aufgrund des grellen Lichtes. Ein paar Enten hier unten. Dies Jahr, finde ich, sind hier sehr viele Schwäne. Meistens in so 6er- oder 8er-Gruppen. Habe ich mir auch schon lange vom Strand aus angeschaut. Also das ist diesmal für mich hier wirklich ein reiner Abschalt- und Erholungsurlaub. Wo ich auch noch nicht so das Verlangen hatte, jetzt irgendwie groß zu filmen oder sonst was. Das war heute Morgen erst so richtig geweckt, mal wieder was zu filmen. Nennen wir es mal eine kreative Pause. Aber umso schöner finde ich jetzt gerade, das Ganze hier so einfangen zu können. Vor allem mit der Sonne. Ja, hier stehen wir jetzt vor der Tauchglocke. Die fährt ja so mit diesen Plexiglasfenstern im unteren Bereich unter Wasser. Und dann kann man sich hier so ein bisschen den Fischgrund anschauen. Kann man mal machen. Ist interessant, aber reicht auch, wenn man das einmal gemacht hat, finde ich. So ein Tauchgang kostet aktuell 9 Euro für Erwachsene. Für Kinder bis 15 Jahren 6 Euro. Na, ansonsten kann man hier so eine Mini-Kreuzfahrt machen, lese ich gerade. Dienstag und Donnerstag. Die geht eine Viertelstunde und kostet für Erwachsene 14 Euro und Kinder 7 Euro. Soll keine Werbung sein, ist einfach nur mal das, was ich hier gerade so am Rand sehe. Ja, jetzt gehe ich, wie gesagt, hier unten einmal an diesen Anleger. Und ihr merkt, hier ist nahezu kein Wind jetzt gerade. Dort einmal diese Fenster der Tauchglocke vom Nahen.
Der Blick übers Wasser mit der Sonne. Könnte ich jetzt hier direkt sitzen bleiben? Und hier seht ihr meinen Schatten. Guten Morgen, ich winke euch einmal zu. Und auch nochmal der Blick Richtung Hafen und Strand. Mit der kleinen Steilküste dort hinten im Hintergrund. Ich zoome das Ganze jetzt nochmal so ein Stück ran. Aber letztendlich ging es mir eigentlich nur um die Seebrücke. Aber das, was man jetzt gerade hier so mitnimmt, beim Sehen, werde ich natürlich auch zeigen. Leute, das fühlt sich so gut an. Ich hatte noch keinen Kaffee, noch kein Frühstück. Das war wirklich um 5 Uhr und ein bisschen wach geworden und gedacht, ja, heute zeigst du die Seebrücke. Ist ein schönes Gefühl. Natürlich mit dem Rad hierhin. Und hier noch einmal der letzte Schwenk. Über den gesamten Bereich von Grömitz, wo viel gebaut wird momentan, auch so an der Promenade. Aber das ist schon okay. Ja, ich würde sagen, meine Lieben, mit Blick ins Licht, das war's mit diesem Video schon. Ist vielleicht nicht ganz so lang wie erwartet, aber das war das, was ich euch gerne zeigen wollte. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund und munter. Das Ganze hat euch hoffentlich gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut von eurem Markus, der gerade die Sonne auf der